Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hema reinspaziert. Wir sind heute bei den Stadtwerken in Hema und schauen uns an, wo die Stadt Gas, Wasser und Strom herbekommt. Hallo. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen bei den Stadtwerken. Danke. Hema, ich bin Melanie Borm und ich zeige euch heute, was wir bei den Stadtwerken machen. Wir sind hier im Verwaltungsgebäude, wo unser Herz schlägt. Hier ist die technische Abteilung und die Netzabteilung sowie die Verwaltung. Und ja, heute ist das Wetter nicht ganz so gut, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, was passiert mit dem Regenwasser. Ich zeige euch das gern mal und wir gehen als erstes zu uns in die technische Abteilung. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Das ist unsere technische Abteilung. Mhm. Hier findet unsere Netzdokumentation statt. Hier haben wir Leitungspläne von unseren Gas-, Wasser- und Stromleitungen. Und wenn wir zum Beispiel ein Neubaugebiet erschließen, dann zeige ich euch gern mal, haben wir hier sämtliche Leitungspläne und Anschlüsse und können dokumentieren und sofort auch nachschauen, wo Anschlüsse gemacht werden können. Das heißt, ihr seht hier, wo in Hema alle Wasser-, Gas- und Stromleitungen verlaufen. Genau. Und wie das Wasser jetzt versorgungssicher zu dem Kunden kommt, das zeige ich euch in einer Wassergewinnungsanlage. Super, dann schauen wir uns das doch mal an. Gerne. Hallo, ich begrüße dich hier auf dem Grimm, eins unserer vier Wasserwerke, die die Bürger der Stadtwerke Hema mit Wasser versorgen. Und mein Name ist Achim Röse. Ich bin als technischer Leiter dafür verantwortlich, dass das alles funktioniert und bis zum Kunden in der Leitung mit klarem Wasser endet. Und was genau passiert jetzt hier auf der Krim? Ja, den Bachlauf, den wir eben gerade hier gesehen haben, sorgt dafür, dass wir ständig Wasser bekommen. Dieses Wasser wird oberhalb dieses schönen Gebietes hier entnommen, in dieses Gebiet eingeleitet, über Brunnen versickert, über eine natürliche Kiesfiltration, also keine Chemie, keine sonstigen Stoffe, die damit verbunden sind. Es geht einfach in den Boden rein, wird wieder rausgezogen und wird dann unterirdisch über Verrohrungssysteme in das Wasserwerk, was wir gleich uns noch mal anschauen können, eingeleitet und dort noch mal nachfiltriert. Jetzt die Filtration von der Anlage, die wir jetzt eben gerade draußen gesehen haben. Hier wird sichergestellt, dass über zwei weitere Filterstufen das Wasser in der Qualität noch mal weiter aufgebessert wird oder verbessert wird. Hier wird auch sichergestellt, dass das Wasser letztendlich von Keimen, Bakterien und von Trübstoffen noch mal zusätzlich befreit wird und dann auch so sauber ist, dass es für die Babymittel, Nahrung, Bereitung in Ordnung geht, was sogar manches Mineralwasser nicht schafft. Zusätzlich ist hier noch mal eine UV-Klärung eingebaut worden, falls doch mal ein Keim es schaffen sollte, diese Filtrationsstufe zu überwinden, dass das Wasser dann auch wirklich keimfrei ist und diese UV-Anlage sorgt dafür. Ich möchte jetzt hier dich ganz herzlich in der Ulmke begrüßen. Mhm. Im Gegensatz zur Krim haben wir hier jetzt eine Wasseraufbereitung, die über offene Wasserfilter geführt wird. In der Krim hatten wir natürlich Wasserbehälter, die verschiedenen Filterstufen in Kies aufgehalten hat. Hier kann man das Ganze natürlich sehr schön sehen, dass das Wasser hier überall läuft. In der Ulmke ist das die Vorwasseraufbereitung genauso wie in der Krim, also hat sich grundsätzlich da nichts gegen verändert. Mhm. Wir haben logischerweise noch nicht die vier Wasserwerke. Wir haben dazu auch noch 6 Wasserbehälter, die das Wasser speichern, die dann auch für die Löschwasserversorgung Sorge tragen. Dazu kommen natürlich auch noch 200 Kilometer Rohrnetz, was damit versorgt wird. Ja, ansonsten sollte der Kunde davon nichts mitbekommen und sein Trinkwasser aus der Leitung ganz einfach mit Aufdrehen bekommen. Für diese interessanten Einblicke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, hallo, da sind wir wieder. Ja, wir sind hier einmal noch mal im historischen Teil des Wasserwerkes. Und
Und hier haben wir auch nochmal eine etwas ältere Anlage, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Wir befinden uns an einem ständigen Entwicklungsprozess. Die Energiebranche entwickelt sich ständig weiter, weil wir auch die Energiewende begleiten und auch so Themen wie E-Mobilität und natürlich Photovoltaikanlagen fördern. Klar, ist ja auch das Thema eigentlich momentan. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke heute hinter die Kulissen der Stadtwerke HEMA. Ja, sehr gern. Und ja, das war's mit der neuen Folge HEMA reinspaziert. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.